Hallo, Philipp Haas von Investor Search. In diesem Video möchte ich euch die 5 Aktien für den Februar 2024 vorstellen, die im Januar in den Wikifolios gekauft worden sind. Kann man alles nachprüfen, aber natürlich auch wie immer der Hinweis, daraus gibt es Interessenskonflikte, da ich indirekt in diesen Aktien dann minimal investiert bin und das hier ist natürlich keine Anlageberatung und Anlageempfehlung. Die erste Aktie ist eine relativ bekannte Aktie von früher, es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, es wäre SGL Carbon, ist ein Hersteller von Carbonfasern und Produkten mit Graphit, hatten letztes Jahr Probleme mit der Windindustrie, die eingebrochen sind, wo viel Carbonfasern verwendet werden. Davor gab es den Produktionsstopp beim i3 von BMW. Das ist ja das Auto, das erste Elektroauto von BMW, was auch aus Carbonfasern gebaut worden ist. Viel zu teuer für den Massenproduktion. Aber die anderen Bereiche im Bereich Halbleiter wachsen und natürlich im Elektroauto gibt es immer mehr Anwendungsfälle, wo Gewicht eine Rolle spielt, wo es halt dann in einzelnen Teilen so Carbon eingesetzt wird, was auch die nächsten Jahre eigentlich wachsen sollte. Die zweite Aktie wäre SFC Energy. Da habe ich auch ja zuletzt ein Interview mit dem CEO gemacht, der wirklich sehr lange dabei ist, sehr unternehmerisch denkt, was zumindest mein Eindruck von diesem Interview her war. Und sie wachsen halt auch wirklich stark im Wasserstoffsegment und das profitabel. Da gibt es nicht viele Aktien weltweit, setzen vor allem auf die Methanollösung, was, sagen wir mal so, ein bisschen noch ein Nischenprodukt ist. Sie sind da vor allem über Wohnmobile und Segeljachten am Anfang gewachsen oder Backup-Lösungen. Jetzt kommt es aber immer mehr auch in der Industrie. Zum Beispiel in Indien gab es einen großen Auftrag, wo es zum Beispiel für so Grenzposten benutzt wird. Und es ist gerade in unzugänglichen Gegenden günstiger als halt ein Dieselgenerator. Und dazu gibt es auch noch grüne Energie. Von der Seite eigentlich also auch ganz interessant. Und diese Kartuschen, die sie verkaufen, das ist natürlich auch ein wiederkehrendes Geschäftsmodell, denn die meisten dieser Brennstoffzellen von SFC Energy werden mit dem eigenen Methanol von der Firma beliefert. Ja, sie sagen zwar, es ist nicht so ein Espresso-Geschäft, aber per se ist es natürlich ganz attraktiv und Aktie ist nicht spottbillig, aber für das Wachstum ist es wirklich in Ordnung und hat sich zuletzt auch gut entwickelt. Auch was aus dem erneuerbaren Energiensegment mit sehr, sehr starkem Wachstum, allerdings nicht in Deutschland, sondern aus Finnland, wäre Kempower. Die bauen Elektroladesäulen, allerdings mit einer tiefen Wertschöpfungskette und eher für B2B-Kunden, also technologisch anspruchsvoll, das sehr, sehr einfach ist, das auch flexibel geladen werden kann, wächst sehr, sehr stark und wird auch, der Markt wird die nächsten Jahre sehr, sehr stark wachsen. Und dazu sind sie halt ein Pure Play, während, sag ich mal, bei Konkurrenten das halt eher so ein MeToo-Produkt ist, was so mitläuft, aber jetzt nicht so kriegsentscheidend ist. Wenn man da ein bisschen smarter ist, ein bisschen unternehmerischer, gibt es da, glaube ich, auch guten Bedarf. Und der Markt wird sehr, sehr groß sein und auf 10, 15 Jahre noch sehr, sehr stark wachsen. Der Luxussektor hat sich auch wieder erholt. Es wurde auch eine Mini-Position LVMH gekauft, möchte ich hier aber nicht vorstellen, sondern weil es ein neues Video zu Burberry gibt, die noch ein Tick günstiger sind, natürlich auch immer die Übernahmefantasie. Aktie hat zuletzt enttäuscht, aber ja, so eine Marke gibt es halt auch seit 100 Jahren, ist jetzt im historischen Vergleich wirklich relativ günstig. Man hat Inflationsschutz kurzfristig bei der Konsumstimmung, gibt es ja vielleicht mal einen Gegenwind von der Seite. Aber ich glaube, das ist was, was so mitläuft. Und wer so einen Mantel für irgendwie 2000 Euro verkaufen kann, na, die Produktionskosten sind davon, ein Bruchteil davon, ist, glaube ich, immer ganz gut geschützt. Und die Marke per se ist sehr, sehr zeitlos, was ja man nicht bei allen Luxusmarken sagen kann. Noch schöner, so vom wiederkehrenden Geschäftsmodell, wäre natürlich L'Occitane. Nutze ich selber öfter als Shampoo oder als Duschgel. Meine Frau, die Creme, ist eine nachhaltige, erschwingliche Luxusmarke, ist in Hongkong gelistet, ist aber eigentlich so ein europäisches Unternehmen, auch kein Französisch, wie wenn es den Namen so, vermuten würde. Vielleicht gibt es auch nochmal eine Übernahme der Gründer, gab es mal Gerüchte, dass der Gründer es von der Börse nehmen möchte. Ist definitiv, denke ich, nicht so teuer.
Allerdings natürlich dann die Gefahr, dass er halt erstmal kurzfristig nicht die besten Zahlen liefert, weil das vielleicht dann nochmal günstiger haben möchte. Aber so als Beimischung ist es etwas, wo man gut Geld verdienen kann. Auch ein Tochterunternehmen von ihnen wächst sehr, sehr stark. Und es ist eigentlich ein Markt wie bei L'Oreal, der sehr, sehr hohe Multiples verdient hat, da er sehr, sehr auch, sag ich mal, antizyklisch wächst. Ne? Weil wenn ich mal so eine Creme oder so ein Shampoo mache, so eine Handtasche, wenn das Geld mal ein bisschen enger sitzt, dann warte ich vielleicht, bis man mir zu kaufen, weil ich wahrscheinlich keine fünfte Handtasche brauche. Bei Cremes und Shampoos, wenn es aus ist, dann bestellt man das nach, wenn es jetzt nicht ganz schlimm ist. Man geht wieder irgendwie zu Supermarktprodukten. Also von der Seite ist auch vom Chart wieder ganz schön angesprungen. Wäre das die fünfte Aktie für den Februar 2024 in den Wikifolios? Welche davon findet ihr am spannendsten? Welche wären vielleicht sonst auch noch interessant, gerne kommentieren. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gerne liken und vielleicht ist ja auch ein Wikifolio, was für dich ist, auch unten im Video verlinkt. Und man kann natürlich auch den Kanal und meiner Newsletter beitreten, wo man dann immer aktuell informiert wird. Ciao, bis zum nächsten Mal.